Yo guys, what's up? The Blue Gangster is back with another part of Crash Bandicoot 2. Und wir sind hier im letzten Bereich. Ich habe ein bisschen Arbeit geleistet. Ich habe die ganzen Edelsteine und so geholt und noch Leben dazu, dass ich nicht ständig immer Game Over krieg. Und ich zeige es euch mal kurz. So sieht's gerade aus. Die Relikte, die juckt mich irgendwie nicht, obwohl die, glaube ich, auch irgendwie wichtig werden, keine Ahnung. Aber so viel dazu, fangen wir einfach mal an. Jo. Was hast du für ein Problem, Beuteldachs? Ich bitte dich nicht noch einmal, mir die Kristalle zu bringen. Hole die letzten 5 Kristalle, Crash, und bring sie mir. Okay. Aber das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Gib die letzten 5 Kristalle denen. Ich glaube, im Dreier war es auch so. Toll, jetzt habe ich die Info nicht gelesen. Verdammt. Alright, dann let's go. Wenig Kisten für das Level. Sieht aber schon mal cool aus. Ja, ich hab schon ein 90 Leben, weiter geht's nicht. Oh. So, jetzt, ich dachte nur mein Mikro. Oh, okay, das geht gar nicht. Gegen jeden Gegner irgendwie anders. Ja, komm. Weg da. So. Ja, gib Gas. Das machen wir einfach. So. Ah, verdammt. Okay, ich weiß schon. Gibt's da oben noch was? Nee, scheint nicht so. Okay. Zack, warten, zack. Okay, weiter geht's. Ich bin irgendwie viel zu geduldig geworden, habe ich das Gefühl. Checkpoint. Ah, der hat mich verarscht. Whatever. So. Ich frag mich, wann ich eine Loop-Maske bekomme. Ja, wir warten. Alter, war das wieder knapp. Checkpoint, jawohl. Und der Kristall schon. Das ging aber zu schnell. Und eine Noob Mask. Ah, Mist. Okay, verstanden. Ah. Auf die kommt man nur, wenn man da durchgekommen ist, ohne einmal zu sterben. Okay. Aha. Wie aktiviere ich das jetzt? Ich muss jetzt nicht da. Doch. Ich dachte schon, ne? Easy. Geht doch. Okay. Was ist jetzt passiert? Keine Ahnung. Das war schon ein bisschen knapp.
Der Rest sind diese Nitro-Kisten, das passt schon. Aber da fehlt uns noch... Okay, da vorne ist ein Checkpoint. Okay, dann. Let's do it. Haha. Oh shit. Ich hätte ihn nicht so weit drängen sollen. Schon witzig. So geht's auch, okay. Ah, verdammt. Okay. Ah, risky. Gefährlich, gefährlich. Ich teste trotzdem. Ha. Ha. Mann, bin ich gut. Weg da. Sowas ist zu billig. Okay, das war's schon. Schade. Und ein Auslöser, das heißt, es gibt ein Special Level, um die hier alle zu kriegen. Ja. Oder einfach das, wo ich nicht sterbe, das mache ich dann irgendwann. Aber das ist easy. Ich hätte es mir viel schwieriger vorgestellt und ich fand echt, das sah richtig cool aus. Ich habe immer gerade Paranoia, dass das Headset aus ist. Wegen meinem Regler, weil ich das nicht genau sehe. Okay, rock it. Let's do it, let's rock. Kehre die Flugstörung im Optionsmenü um. Fliegen wir jetzt? Ja, Rocket, Rakete, ja. Klingt logisch, aber davor gab es so Level halt nicht. Ist es nicht dieses Level mit dem Jetpack oder sowas? Kann das sein, dass es das hier schon im Zweier gibt? Ja, doch. Ha! Zum Wirbeln. Okay. Ah, vorwärts, rückwärts. Verstanden. Autorennspiel. Ich will runter. Das wird komplizierter, als ich gedacht habe. Ich muss mich erstmal an die Steuerung gewöhnen. Okay, so geht das schneller. Wenn L1 und R1 hoch und runter wären, dann wäre das viel geiler. Gott, ist das gerade kompliziert mit der Steuerung. Ich will hoch. Kann ich warten? Ich muss die Steuerung inventieren. Das ist mir gerade zu blöd. Option, Jetpack-Steuerung, Umkehr ein. Hey, ich hab doch auf ein. Genau. Oh oh. Oh oh. Die Steuerung ist echt noch zu kompliziert. Sorry, guys. Ich hoffe, ich habe keine Kiste vergessen. Okay, so komme ich gar nicht durch. Zack. Nein, da lang. Gott, ist das verrückt. Ich glaube, ich mach's wieder raus. Wartet kurz. Hallo? So. Das Komische ist halt, selbst wenn er mit dem umgedreht ist, ja, also wenn er nach hinten guckt, wenn ich nach hinten drücke, dann geht er nach vorne. Was ja logischerweise komisch ist, weil eine Taste sollte ja immer rückwärts heißen, egal wie, in welche Richtung er gerade gedreht ist. Okay, wenigstens ein Checkpoint. Ich frag mich, wie ich... Nein! Nein!
Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte nach vorne. Ich darf nur mit denen beschleunigen langsam. Ich muss mich dran gewöhnen, verdammt. So, runter. Und dann hoch. Und jetzt wieder runter und weg. Und jetzt hier hoch. Runter, vor. Ich drück das schon wieder umgekehrt. Da haben die das mit Absicht so confused gemacht. Okay, okay. So. Hoch. Runter. Jawohl, runter, runter, runter. Nach vorne. Darüber, nach vorne. Rund unten bleiben. Vor, vor, vor. So. Stehen bleiben. Nein, 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 nein. Okay, geschafft. Oh oh, aber da vorne ist ein Checkpoint. Wie machen wir das jetzt am besten? Hoch, hoch. Oh oh. Vorerst mal runter. Komm schon. Jawohl. So, 18. Okay. Oh nee, ernsthaft? Ich weiß, was ich mache. Jetzt. Stopp, stopp. Nein, nein, nein. Hoch, zurück. Und jetzt vor, vor, runter. Jawohl. So, damit wären es nur noch 19. Nein, 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 nein. So, erstmal weg da. Lass ich mein Ding machen. Okay. Und jetzt vor. So. Da ist wieder ein Checkpoint. Schnell, 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 schnell. Jawohl. Oh oh. So, okay, das müssten alle sein. Ah ne, da sind noch welche. Nein, nicht weiter zurück. Runter, runter, runter. Habe ich den Edelstein? Den Edelstein habe ich noch gar nicht. Der müsste hier irgendwo sein. Aber wo? Ich gehe mal ein bisschen zurück, weil hier leuchtet es so komisch lila. Wo könnte der sein? Warum leuchtet es hier so? Da ist er doch. Mann, bin ich blind. Ja, toll. Das heißt, ich muss hier durch. Und dann hier hoch. Jawohl. Schnell. Okay, dann dead. Jetzt hier rein. Jawohl. Oh Gott, hat es lang gebraucht. Und zack. Und 39. Und krank bin ich. Alright then, dann dead. Oh Gott, war das anstrengend. Das war so... Es war nicht nur so, dass man auf mehreres gleichzeitig achten muss, sondern... Das ist komplett anders von jeder Steuerungsart, die man von jedem Game kennt. Ich habe das jetzt mit Racing Games wie zum Beispiel Need for Speed verglichen, aber selbst da ist es ja, es ist zwar ähnlich vom Steuerungsaufbau, vom Controllaufbau, aber von der Benutzung her sind die Tasten doch anders. Und genau das ist das, was es so komisch macht. Okay. Night Fight. Irgendwas im Dunkeln. Aber das Blau gefällt mir.
freundliche Glühwürmchen leuchten dir den Weg. Yo, das kenne ich noch von damals. Ich weiß nicht mehr, welcher Teil das war. Ich glaube sogar, es war Teil 2, aber das heißt, wir müssen schnell unterwegs sein, weil die bleiben nicht die ganze Zeit bei uns und dann sehen wir nichts mehr. Ah, das ist wieder die Musik vom ersten Level. Okay, zweites Licht gekriegt. Ab geht's. Zwei von 46, verdammt. Okay, wieder neues Licht gekriegt. Ein Checkpoint, nice. So. Das mache ich irgendwann mal anders. Das machen wir jetzt nicht. Das würde zu lange dauern. Boah, Glück gehabt. Und da ist schon ein. Das lassen wir jetzt auch mal so stehen. Verdammt, das Licht geht gleich weg. Jawohl. So. Hey, das läuft gerade easy. Ah, ich sollte nicht so voreilig sein. Verdammt, und da vorne war Dings Bonusrunde. Gleich nochmal. Aber das läuft trotzdem irgendwie easy. So. Okay. Let's do it. Ist es das erste Level nur im Dunkeln? Kann das sein? Ja, das sieht echt danach aus. Selbst die Bonusrunde. Oh Mist, das Licht ist weg. Zum Glück sieht man noch so ein. Ah, verdammt. Da vorne wär's vorbei. Gott, sind es viele. Gleich nochmal. Zum Glück verliert man hier kein Life. Kommst du mit? Ich beeil mich jetzt. Oh Gott. Na, ah, ich Talent. Ein Schritt zu viel nach vorn. Zack. So. Sehr schön. Boah, fast schon wieder passiert. Okay. Komm, 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 komm. Ja, ich hab's geschafft. Ich dachte gerade, hey, was ist los? Aber ich hab's echt geschafft. Krank. Okay. Neues Licht. Let's go. Okay. Okay. Ah, das wäre dieser zweite. Das ist zu 100% das erste Level nur im Dunkeln. Zu 100%. Weil selbst dieses, extra Level da mit dem Totenkopf, Ding ist genauso wie im ersten Level. Und halt diese neuen böse Monster da. So. Zwei Kisten. Ja, und das waren die auf der anderen Seite. Also kriege ich das auch easy. Alles klar. Dann hätten wir's. Alright then. Wie gesagt, ich mache dann zum Abschluss. Zum Abschluss mache ich das dann so, dass ich versuche, von jedem das True Ending zu zeigen, von jedem Teil. So. Pack Attack. Spaced out. Und das wär's dann schon. Das geht irgendwie viel zu schnell dafür, dass es der letzte Bereich ist. Naja, whatever.
Okay, let's see what we got here. Oh nee, schon wieder? Was ist dieses Ding hier? Was, hä? Naja, let's go. Hoffentlich mache ich's dieses Mal besser. Ah. Die Scheibe da habe ich gar nicht gesehen. Ist das jetzt ein Wegweiser? Okay. Und schon habe ich wieder Probleme mit der Steuerung. Zack. 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 Hier ist eine Kiste. Noch irgendwo eine? Nein. Da warten wir jetzt. Und let's go. Oh shit. Oh shit. Ich hab da gerade überhaupt nicht hingeguckt. Okay, okay, okay. Hoch, 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 hoch. Da vorne ist ein Checkpoint. Runter, runter, runter. So, hoch, hoch, hoch. Ich will hoch. Okay. Okay. Nein, 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 nein. Oh Gott, war das knapp. Hoffentlich war da oben jetzt keine Kiste. Ich gehe nochmal nachgucken. Nein. Ich Idiot, hätte ich es bloß nicht getan. Also hier scheint echt nichts mehr zu sein. Wow, 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 wow. Wir müssen da unten durch. Okay. Scheint auch nichts mehr zu sein. Stopp, war da gerade was? Nein. Gut. So. Okay. Hoch hier. Langsam runter. Okay. Hier scheint es nichts mehr zu geben. Gut. Unten bleiben. Hochgehen. Gott. Okay, okay, okay. Da oben ist der Checkpoint. Gut, die Chance, ey. Griffen, jawoll. Jawoll, eine Noob-Maske. Passt perfekt. Bisschen weiter weg von dem Ding hier. So, jetzt zurück. Perfekt. So, gerade mal 11 Kisten. Das heißt, wir sind noch lange nicht durch. Das war jetzt komplett auszusehen. Ich habe da nicht mal gesehen, dass es insgesamt zwei waren. Oh 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 oh. Ja, ja, whatever. So, geht doch. Noch ein Checkpoint wäre cool. Oh, fuck. Überhaupt nicht drauf geachtet, aber da war ein Checkpoint, oder? Okay. Okay, hoch, hoch, hoch. Jawohl. Okay, da oben ist eine Kiste. Jawohl, ein Life. Okay, hoch. Ich wusste es. Ganz unten. Stopp, stopp, stopp. Bin ich jetzt wieder ganz vorne? Aber den Kristall habe ich wenigstens. Ja, wir sind wieder ganz verdammt. Ah, schlecht. So.
wieder dasselbe Spiel. Okay. Ich brauche unbedingt einen Checkpoint. So, jetzt hier hoch. Hier runter, nur ganz kurz. Und diesmal oben durch. Jawoll. Okay. Gott. Hoffentlich sind das alle. Jawoll. Gangster. Krank. Alright then, done that. Der Warp Raum. Mal gucken, was auf uns zukommt. Also wegen den Relikten schaffe ich es 100 pro nicht auf 100%, aber mal gucken, wie viel wir haben. Ja, nicht mehr so viel. Spaced out. Ich glaube, bei Crash Bandicoot waren es immer 117 oder 123. Schalte einen neuen Weg frei, in dem du sämtliche Farbedelsteine erhältst. Ja, habe ich schon. Aber das machen wir jetzt nicht. Das mache ich dann privat für mich. Von wem? Warte mal kurz. Sorry, ich kann nicht. Okay, das war klar, das ist wieder. Ah, okay. Die Seiten darf man nicht berühren, aber drauf stehen geht. 60 Kisten. Die kennen wir doch. Ja, genau. Ist schon wieder so voreilig. Jawohl, wenigstens eine Noob-Maske. Deswegen habe ich es getan. Ich habe eine gute Ausrede gefunden. So. Und. An den Rhythmus kann man sich auch anpassen. Und zack. Ja, ja. Ja, toll. Ja, toll. Genau jetzt, wo ich meine Noob-Maske habe. Wartet mal. Okay, da oben ist echt nichts. Ja, ja, ich weiß schon, worauf die hinaus wollen. Fiese Tricks und so. Du Dummer. Hä? What the hell just happened? Boah, Glück gehabt. Das hätte knapp werden können. Stopp. Okay, da ist nichts. Jawohl, Checkpoint. Weg da. Schnell, jawohl. Jawohl. Ah, nee, den hätte ich nicht nehmen dürfen. Ich Idiot. 31. Verräter. Sorry, aber da müsst ihr früher aufstehen. Und jetzt erwischt mich was ganz Bescheuertes, weil ich das gesagt habe. Ja. Ich weiß. Ach so. Ich hätte da gar nicht hoch brauchen. So, wie komme ich jetzt da ganz hoch, gell? Ganz einfach. Geht doch. Okay. Ah, verdammt.
leider nicht funktioniert. Boah, Glück! Ich Rotzer! Ich verdammter Rotzer! Habe ich zwei Kisten irgendwo übersehen? Ja, kann sein. Ja, doch, ganz am Anfang. Das heißt, plus zwei, plus die anderen noch. Das könnte sogar auf 60 kommen. Krank. Okay, weiter geht's. Ah, verstanden. Ah! Ja, und die Maske ist weg. Verdammt. Mal gucken. Nein. Achso, da. Ich dachte, die schrumpft jetzt einfach nur, weil es danach aussah. Hm. Geht doch so. Na komm. Komm, komm, komm. Jawohl. Checkpoint. Auf dich verzichte ich mal. Ah, ein Schritt. Na. Mann. Wie kann das sein? Na komm schon. Schon wieder. Diesmal habe ich es gesehen. Ich muss echt viel näher ran. Oh oh. Was mache ich da? Ich spring aus Panik. Ich Vollidiot. Okay. Jetzt. Jawohl. Jawohl. Ich hätte ihn fast weggekickt. 60. Perfekt. Ja, ja, du, da. Verarschen? Whatever. Done that. We got it. Hätte ich jetzt noch in dem anderen Level den Smaragd da, oder wie man die Dinger da nennt, diese Edelsteine da bekommen, dann wären wir jetzt wahrscheinlich auf 100%. Und ich glaube, nur 100% braucht man für das True Ending. Schnell nachgucken. Ja. Leider. Zack. Und zack. Ja, komm, der letzte Dance, was geht? Ja. So. Ja, mein Plan ist fast abgeschlossen. Und das verdanke ich dir, Crash Bandicoot. Engine, was ist los? Was passiert da? Steht sie etwa unter Signal? Crash, Cortex will mit den Kristallen nicht die Planetenenergie eindämmen. Er will sich für den Super Cortex Vortex nutzen, den er auf seiner Raumstation gebaut hat. Mit nur einem Schuss würde der Strahl die ganze Welt erfassen und alle zu Cortex willenlosen Sklaven machen. Crash, er darf die Kristalle nicht bekommen. Engine, du Narr, sie verrät ihm alles. Wir sind wieder da. Entschuldige die Unterbrechung. Crash, bring mir Kristalle. Ja, asynchron sein. Egal. Ich weiß, glaube ich, sogar, was jetzt kommt. Und es gefällt mir nicht, weil ich da ein Jetpack im Kopf habe. Beschleunige das Jetpack, um ihn an der Flucht zu... Ja, dachte ich mir schon. Aber wie beschleunigt man da? Einfach nur R2, richtig? Oder kann man da sogar noch mehr beschleunigen? Ich weiß es nicht. Das wird jetzt ein bisschen brauchen, aber wir kriegen das schon raus. So, Final Bros. Let's do it! Hä? Gibt's etwa 26 oder was?
Kann man die nicht einfach... Nee, die halten mich nur auf. Nee, die halten mich echt nur auf. Das ist nicht so wie bei Sonic Adventure 2. Ich hätte ihn fast. Die Musik ist so cool. Verdammt. Oh oh. Aber der macht ja... Ja okay, noch macht er nichts. Oh oh. Ich sehe das nicht richtig. Hä? Wieso kriege ich ihn nicht? Das ist echt komisch. Ah! Aber war klar, dass es nicht so easy wird. Ist trotzdem irgendwie easy. Ich war doch eindeutig vor ihm. So. Zwei. Na toll. Anstatt dass die ihn die Steine aufhalten, schleudert sie ihn noch mehr nach vorne. So, gleich habe ich dich. Jawohl! Jawohl, hä? Was? Laufe schneller, indem du beim gedrückt hältst. Hä? Das gab's das schon? Ich glaube, das ist nice. Ich weiß es gar nicht. Aber jetzt fällt es mir ja leicht, die Relikte zu kriegen. Krank. Crash, was denkst du, was aus Cortex geworden ist? Und was ist mit dem Cortex Vortex? Er ist noch da oben. Ja, beim True Ending wäre das nicht so. Alright, guys. That's it. Das war's dann. Crash Bandicoot 2 is done. Als nächstes folgt der Dreier. Und darauf dann die True Endings, alright? Ja, ich überspringe das Ganze. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich bin teilweise ausgetickt bei den Sachen. Aber ich fand's cool, Nostalgia, weil Crash Bandicoot 2 war das, wie gesagt, ich glaube, ich habe das Ganze am Anfang schon mal gesagt, das Game, was ich von meiner Kindheit, von den Crash-Teilen am meisten jetzt noch im Kopf habe von damals. Crash Bandicoot 1 gar nicht mehr so, aber Crash Bandicoot 2 auf jeden Fall. Und dann von 1 auf den 2er zu gehen, den 2er durchzuspielen, das war für mich so ein Boost. Ich fand das so geil, das hat mir so viel Spaß gemacht, ihr glaubt es nicht. Ich bin gespannt, wie das jetzt sein wird, wenn wir vom 2er auf den 3er übergehen. Und ja, ich wollte einfach nur sagen, ich hatte dabei total Fun. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, die Parts sind nicht zu lang geworden. Ich weiß, manche sind zu lang, weil ich jetzt mittlerweile das so mache, dass ich pro Raum, sage ich jetzt mal, ein Part mache, damit es auch nicht zu viele Parts insgesamt sind, weil die Trilogy umfasst ja alle drei Teile gleichzeitig. Deswegen will ich ja nicht, dass es zu viel zum Schauen wird. Und dann kommen noch diese Special Parts mit den True Endings dazu. Ja, aber auf jeden Fall, mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Wir sind mit dem 2er, mit der Hauptstory durch. Der 3er folgt irgendwann mal. Dazu kommen dann noch die True Endings. Und das war's eigentlich schon. Und wie immer,
sage ich am Ende, thank you for watching, guys. Hope you liked it. And the Blue Gangs is out. Yeah, see you on the next part. Peace, YouTube world.